Wenn Sie zu einem offenen digitalen Angebotsverfahren eingeladen werden, erhalten Sie einen persönlichen Link für die verbindliche Kaufangebotsabgabe, sowohl per E-Mail, aber auch per SMS. Sollten Sie dieses E-Mail nicht erhalten, kontrollieren Sie bitte Ihren Spam-Ordner bzw. kontaktieren Sie Ihren Remax-Makler. Nach Klick auf Ihren persönlichen Link kommen Sie direkt zum digitalen Angebotsverfahren. Kontrollieren bzw. ergänzen Sie bitte alle Ihre persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, aber auch die Adresse. Stellen Sie bitte sicher, dass sowohl die Mobilnummer als auch die E-Mail-Adresse korrekt eingetragen wurden. Auf diese Nummer und E-Mail-Adresse erhalten Sie alle wichtigen Informationen im Zuge des digitalen Angebotsverfahrens. Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, klicken Sie auf Weiter. Mit einem Klick auf den Button Angebotsverlauf haben Sie jederzeit die Übersicht über andere, bereits abgegebene Kaufangebote. Sie können im nächsten Schritt nun alle von Ihrem Makler zur Verfügung gestellten Dokumente und wichtige Hinweise zur Immobilie noch einmal in Ruhe ansehen oder herunterladen. Im Anschluss bitte bestätigen und klicken Sie auf Weiter. Nun können Sie den Kaufpreis eintragen, welchen Sie für die Immobilie anbieten möchten. Den jeweiligen Mindestkaufpreis finden Sie direkt unter dem Eingabefeld. Der Vertragsrichter kann von Ihnen belassen oder abgeändert werden. Danach klicken Sie bitte auf Weiter. Aufgrund Ihrer eingegebenen Daten und der vom Makler hinterlegten Informationen wird nun das Kaufangebotsformular generiert. Bitte lesen Sie dieses sorgfältig durch. Bei Bedarf können Sie dieses Dokument auch ausdrucken. Sollten Sie mit dem Inhalt einverstanden sein, klicken Sie bitte auf TAN anfordern zur Angebotsabgabe. Sie erhalten im Anschluss den SMS-TAN auf die von Ihnen hinterlegte Mobiltelefonnummer. Achtung! Dieser TAN ist nur für eine begrenzte Zeit gültig. Bevor Sie nun endgültig Ihr Kaufangebot per TAN-Eingabe bestätigen, erhalten Sie noch eine Übersicht über die Kaufnebenkosten und wichtige Hinweise zum Kaufangebot. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Geben Sie nun den soeben erhaltenen SMS-TAN im dafür vorgesehenen Feld ein und klicken Sie auf Kaufangebot abgeben. Achtung! Ohne Eingabe des TAN kann Ihr Angebot nicht abgegeben werden und erlangt keine Gültigkeit. Im Anschluss erhalten Sie wieder eine Bestätigungs-SMS sowie ein Bestätigungs-E-Mail. Sie gelangen nun zur Angebotsübersicht und können jederzeit wieder über Ihren persönlichen Link zu dieser zurückkehren, um den Verlauf des Angebotsverfahrens zu beobachten. Mit einem Klick auf den Button Kaufangebot drucken können Sie das abgegebene Kaufangebot auch jederzeit ausdrucken. Eine Bestätigung des Kaufangebotes können Sie aber auch jederzeit per E-Mail abrufen. Sollte nun ein höheres Kaufangebot als das Ihre eingehen, erhalten Sie umgehend wieder per SMS, aber auch per E-Mail eine Benachrichtigung. Mit einem Klick auf den Link bzw. den Button zum Angebot im E-Mail können Sie je nach Wunsch Ihr bestehendes Kaufangebot jederzeit vor Ablauf der Angebotsfrist erhöhen. Klicken Sie dazu im System auf Kaufangebot erhöhen. Sie können dann erneut ein Kaufangebot für die Immobilie abgeben. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass sich die Angebotsfrist verlängern kann, sollte in den letzten 30 Minuten vor Ablauf der Angebotsfrist noch ein Kaufangebot abgegeben werden, so verlängert sich die Angebotsfrist um weitere 30 Minuten ausgehend vom Zeitpunkt des letzten Angebotes. Dies passiert so lange, bis 30 Minuten lang kein Angebot mehr abgegeben wurde. Diese Systematik dient dazu, den überbotenen Interessenten noch eine faire Chance zu ermöglichen, ein neues Kaufangebot abzugeben. Für weitere Fragen zum digitalen Angebotsverfahren wenden Sie sich bitte an Ihren Remax-Makler.